Moin, Freunde der Sonne, das ist das erste Video aus dem neuen Büro und heute geht es gleich mal um das Prachtstück, warum eigentlich das Büro umgebaut wurde. Das habt ihr schon gesehen in dem Umbau-Vlog, aber heute werde ich euch das mal im Detail zeigen. Es geht um dieses gute Stück. Und da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns alles genau an. Und zwar hat sich hier Folgendes geändert. Wie ihr seht, ist es jetzt von der Fläche her ein bisschen größer geworden. Der Anbau oder generell die Anbauten sind ein bisschen anders geworden. Und jetzt denkt ihr euch so, Dizzy, warum? Ganz einfach, ich habe wunderschöne neue Bildschirme von LG gekriegt, wozu auch eine Review rauskommt die nächsten Tage. Das sind LG Ultra Gear 4K, 138 Hertz OLED-Displays, 48 Zoll. Die Dinger, die holen mich ja komplett ab. Richtig geil. Die Review wird richtig schön, da freue ich mich drauf. Was hat sich denn sonst im Groben noch geändert? Wir haben immer noch denselben Sitz, also ich fahre immer noch meinen schönen Momo Daytona XXL. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, könnte vielleicht mal gewechselt werden, weil der schon ein bisschen durchgesessen ist. Und die Polster an sich sind auch schon ziemlich durch, aber das könnte man ja noch mal machen lassen. Hier hat sich ein bisschen was geändert, eine Kleinigkeit. Wir fangen so mit den Kleinigkeiten an. Ich habe jetzt hier drei Mäuse liegen. Jetzt denkt sich der ein oder andere, warum hast du hier drei Mäuse liegen am Rig? Ziemlich simpel. Diese Maus ist für diesen Bildschirm. Da ist Pitwall dran. Das Ganze ist an die Wand befestigt hier hinten. Und da hängt ein Raspberry Pi dran, damit ich hier beim Fahren im Endo die Zeiten beobachten kann und das den Jungs durchgeben kann. Sowas wie Stint-Timer, Rundenzeiten etc. pp. Dann haben wir hier noch eine zweite Maus liegen. Die ist für den Bildschirm da oben. Das ist für den Rechner hier hinten, also den Streaming-PC, das ich eben bedienen kann. Und das ist die reguläre Maus. Dann hat sich hier bei der Kamera ein bisschen was geändert. Ihr könnt jetzt quasi im Stream, wenn wir hier mal drauf drücken und die angeht, tada, könnt ihr direkt über meinen Kopf rüber gucken und den Display sehen. Anstatt es wie früher von der Seite war, also hier, das war ja, kann man auch sehen, sehr lange hier dran. Hat aber auch ein bisschen gestört, deswegen haben wir das ein bisschen geändert. Dann haben wir auf dieser Seite hier das GSE-Wheel, das ist immer noch dran geblieben. Wir fahren immer noch die SimoCube. Dazu kommt auch bald eine Erklärung, warum die SimoCube dran ist und nicht wie da drüben die Asetek Wheelbase. Da gibt es ein, zwei Infos zu. Das werde ich auch demnächst aufnehmen, dann könnt ihr das sehen. Wir haben immer noch das von Nocturne das gute Dash von 3D SimGear. Und wir haben immer noch die DID von Evil Rank dran. Genau. Ich muss immer überlegen, wie der genaue Name ist, weil der Name ist nicht ganz so einfach. Aber es ist von Evil Racing die DID. Dann haben wir auf der anderen Seite, hat sich nicht wirklich viel verändert. Da ist immer noch meine Buttonbox dran. Die kann man ja hier sehen, das ist ein Lupe-Deck. Hier sind alle Sachen drauf, die ich für das Racen brauche. Also hier drin ist mein ganzes ACC-Zeug mit Starter, TC und so auf den Reglern. Oder die ganzen Programme zu starten. Also dazu gibt es auch eine Review, die könnt ihr euch angucken. Und unten ist das Stream Deck für den Stream. Hier hängt immer noch mein Tablet für mein Mischpult. Falls jemand jetzt fragt, das ist die Software, die zu meinem Mischpult gehört, was hier drin hängt, das Soundcraft UI24R. Zu dem Schrank kommt auch noch mal ein Video für euch, dass ihr das mal seht. Meine Tastatur hängt immer noch hier, die Mini von Corsair. Das wunderschöne Schild, not aus, also dürft gerne lachen. Das ist im Stream voller Wut entstanden. Ich fahre unten, fahre ich immer noch meine Asetek aktuell, meine Invictas. Bin ja immer noch ein sehr, sehr großer Fan davon. Vielleicht werde ich die demnächst mal wechseln. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Hüfte aktuell auf dem linken Bein, weil ich immer so schräg runterbremsen muss. Und ich kann das aktuell nicht nach links verschieben. Müssen wir mal gucken. An der Seite da drüben hängt noch meine Fußkamera. Die zeigt direkt hier drauf. Das hat sich auf jeden Fall auch verändert. Meine Another Way Shifter und Handbremse sind immer noch da. Feiere ich immer noch die Dinger. Liebe ich über alles, weil das richtig robuster Kram ist und du daran richtig rumrudern kannst. Und das macht richtig Böckchen. Dann haben wir hier die Densoflex haben wir hier dran, zwei Stück. Die sind für die Flaggen. Und dann haben wir hier unten noch eine drinne zum Schalten. Da muss ich nochmal gucken, ob ich die woanders hinbauen kann, ob ich dafür ein Plätzchen finde. Vielleicht hat von euch ja einer eine Idee, wo man die hinmachen kann. Weil momentan ist hier oben kein Platz, weil der, ja, der Anschluss der DED ist wirklich ein bisschen, naja, nicht so schön.
Sie hätten den ein bisschen schöner machen können. Es gibt auch leider keine 90-Grad-Stecker. Deswegen ist hier an der rechten Seite einfach kein Platz dazu. Und was hat sich noch geändert? Die ganze Kabellage hat sich geändert. Wir haben jetzt hier an der Stelle, kann man sehen, USB-Hubs dran. Alle Kabel sind hier beschriftet, was ich super geil finde, bis auf die, weil das ist nur, sind die Ladekabel für die Mäuse. Dann haben wir hier hinter die ganzen Steckdosenleisten angebracht. Das sind normalerweise für Serverschränke die Steckdosen. Hier haben wir einfach die Seiten umgedreht. Wandi hatte da eine super Idee, deswegen haben wir die hier mit rangeschraubt. Dann haben wir hier auch noch eine und da drüben ist auch noch eine dran. Und dann sind hier die ganzen Strippen sozusagen hinten über das Rig verlegt. Da hängt noch ein weiterer USB-Hub und dann hängt unten drunter, also hier an der Seite, hängt auch noch einer. Den muss ich jetzt gleich nochmal wieder ranmachen, weil der ist abgegangen. Und dann hat sich noch eine Kleinigkeit geändert. Der Rechner. Und der ist richtig geil. Dankeschön an der Stelle an Alternate und Kingston, Be Quiet, Gigabyte, Samsung und EK, denn hier wurde einiges gestellt und der wurde mir zur Verfügung gestellt als Upgrade. Was haben wir denn da jetzt also drin? Wir haben 1200 Watt Netzteil drin von Be Quiet. Wir haben ein Be Quiet Gehäuse, finde ich sehr schmal und sehr geil. Benutze ich schon bei ein paar Rechnern, die hier im Raum stehen. Wir haben einen 7900X drin von AMD, eine 4070 Ti von Gigabyte, die persönlich für mich sehr interessant ist, denn ich habe vorher immer 80er und 90er gehabt, also Ti-Karten. Und die schafft jetzt gerade aktuell die komplette Leistung auf einem Bildschirm, was ich total geil finde. Was super interessant ist bei der Grafikkarte, das Feature, dass die Backplate irgendwie verstärkt ist, sodass die Grafikkarte sich nicht durchbiegen kann über die Zeit, was ich auch total interessant finde, weil hier ist kein Halter drin und die ist wirklich kerzengerade. Und was halt auch geil ist, ist, dass die Lüfter sich scheinbar entgegengesetzt drehen für den Airflow, was ich bis dato auch noch nie gehört habe. Und das sich auch bemerkbar macht, denn die Karte ist bei weitem nicht so warm wie meine alte. Wobei man auch sagen muss, Nvidia hat ja ein bisschen daran gearbeitet, dass die Karten nicht mehr so warm unterwegs sind. Ich habe Kingston Arbeitsspeicher drin, 32 GB, könnte aber bis zu 128 GB aufstocken, denn das Mainboard würde das erlauben. Das ist auch ein Gigabyte Mainboard. Alle genauen Informationen dazu, welche Teile da verbaut sind, findet ihr in der Videobeschreibung oder beim Hardware-Sheet. Eine NVMe haben wir da drin von Samsung, auch mega geil. Also besitze mittlerweile, glaube ich, schon, keine Ahnung, 6 oder 7 Stück davon und kann mich überhaupt nicht beklagen über diese Karten. Also über die NVMEs, denn die machen seit Jahren wirklich einen guten Job. Die Gehäuselüfter sind von EK, macht auch was her. Der ist wirklich sehr leise, der PC, und hat wirklich einen sehr schönen Airflow. Ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt, auch wenn hier im Raum alles an ist. Und der läuft astrein, der Rechner. Und hallo, ich nehme gerade ein Video auf. Danke. Und Dankeschön an der Stelle nochmal an alle Firmen, die sich da beteiligt haben und das ermöglicht haben. Küsschen aufs Nüsschen und vielen Dank an Alternate, denn die haben den Rechner sogar im eigenen Haus zusammengebaut und ich war wirklich geflasht, wie der von innen aussieht. Das könnt ihr übrigens auch in dem Unbox-Video von den Rechnern sehen. Da gibt es nämlich noch einen zweiten von, aber das ist aktuell mein Problemkind. Der hier, astrein, mit Windows 11, läuft schmackofatz. Ich finde diesen Rechner, by the way, viel, viel angenehmer als meinen alten, denn mein alter war über die Zeit, die ich ihn genutzt habe, so warm, dass sich vom Gehäuse schon die Türen gelöst haben. Da war so viel Hitzeentwicklung drin und das habe ich bei dem nicht mehr. Ich habe mir den Rechner übrigens von Alternate bauen lassen. Also ich habe den dieses Mal nicht alleine fertig gemacht, sondern habe gesagt, hey, könnt ihr mir den fertig machen und Windows drauf machen. Und ich muss wirklich sagen, das war sehr schöne Arbeit und ich würde das in der Zukunft, glaube ich, immer so machen, weil die Kabel lagen alle wirklich wunderschön. Der Airflow da drin ist großartig, also dadurch, dass da überhaupt nichts mehr im Weg ist, geht das astrein durch. Die CPU läuft viel, viel kühler als in meinem vorigen Rechner. Die Grafikkarte läuft kühler als meine 3090, die ich vorher hatte. Wobei man dazu sagen muss, das hat Nvidia ja von der 30er Generation auf die 40er Generation wieder ein bisschen geändert. Und das holt mich richtig ab. Also das ganze Rig, was jetzt da so steht und geändert wurde, ist für mich ein absoluter Banger. Ich bin so happy, dass ich da drin fahren kann. Ich kacke mir selber in die Hose, wenn ich fahre, weil die Bildschirme so groß sind und man wirklich das Gefühl hat, man sitzt in diesem
Man sitzt in einem Auto drin, wenn man komplett verschwunden ist. Das kann man natürlich auch mit kleineren Bildschirmen schaffen, wenn man die Wheelbase unter die Monitore schiebt. Aber das konnte ich vorher immer leider nicht machen. Das ist richtig geil. Ist wirklich super, super geil. Was sich noch geändert hat, ist der Monitorstand. Wir haben jetzt hier von Next Level Racing den Quad-Monitorstand dran. Und ich muss an der Stelle mal ein ganz großes Lob aussprechen an Next Level Racing, weil die es wirklich geschafft haben, also sowohl hier bei dem Rig als auch bei dem Monitorstand, die Dinger sind so simpel aufzubauen und die gehen so schön von der Hand, dass dieser Monitorstand, den ihr da gerade seht, in 45 Minuten aufgebaut war. Das Einzige, was jetzt hier gemacht wurde, ist, dass man hier an der Seite haben wir noch die Streben angebaut mit Winkeln unten und oben, damit das Gewicht der Monitore gehalten wird, weil die Monitore sind eigentlich nicht gedacht für diesen Monitorstand. Und wir haben hier auch noch ein bisschen MacGyvert. Ich hatte noch diese Halterung übrig von einer anderen Monitorhalterung bzw. Monitorstand, weil normalerweise ist hier unten eine Weserhalterung dran, aber die Weserhalterung passte nicht in die Löcher. Und deswegen mussten wir, wie man hier sieht, das ist das Letzte. Und wir mussten da oben rein. Das heißt, wir mussten alle Bildschirme hier an der Stelle MacGyvern. Das Rig von GSE ist immer noch da geblieben, weil für mich hat das am besten gepasst. Ich habe das über Jahre eingestellt und das war für mich jetzt ein Selbstläufer zu sagen, okay, ich bleibe jetzt erstmal da an der Stelle bei dem, was ich habe und werde das in Zukunft nochmal wechseln. Warum ich darauf nicht gewechselt habe, kann ich euch sagen, wenn es soweit ist und wir das Ding auch gleich noch reviewen in einem anderen Video. Was wir auch geändert haben, ist die Kameraperspektive. Die haben wir jetzt hier runter gemacht. Da habe ich mich ein bisschen von Dan Suzuki inspirieren lassen. Das ist auch noch nicht hundertprozentig, aber ich finde es bis dato ein bisschen schöner, dass sie da ist und von der Seite ins Gesicht geht. Das ist hier unten an der Stelle, also hier mit Kabelbindern ist das einfach an die Querstrebe oder an die Hochkantstrebe vom Monitorstand gemacht worden und hält an der Stelle wunderbar. Ansonsten hat sich hier an diesem Rig nicht wirklich mehr verändert. Es ist so, wie ihr das da seht. Finde ich aktuell unglaublich schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es war für dich ein bisschen informativ und du konntest dir ein paar Inspirationen holen. Wir werden zu den ganzen anderen Sachen hier im Büro auch nochmal Videos machen, also 2023 Videos. Vom Schreibtisch, vom Testrig machen wir noch ein Video. Der Schrank, den du da so halb angerissen sehen kannst, machen wir auch noch ein Video, weil sich sehr, sehr viel verändert hat. Und dann gehen wir wieder in die Reviews rein. Es hat sich so viel getan. Ich habe noch so viel Zeug hier und ich freue mich sehr für dich, diesen YouTube-Content zu machen, denn ihr nehmt den aktuell so gut an. Vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare, für die Interaktion unter den Videos, für die Interaktion in Form von Daumen und Teilen, also hoch, runter, euer ganzes Feedback. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es freut mich, dass du dir das Video angesehen hast und bis denn dansen. Tschüss.